So, meine lieben Battle-Freunde, willkommen zur nächsten Auslosung im NAR Battle. Und es ist soweit, das Sechstel steht im Haus, das Zwölftel ist vorbei. 12 Leute sind weitergekommen, das heißt, im Sechstel geht es weiter. Das Sechstel ist sozusagen das Viertelfinale. Das Drittel ist dann das Halbfinale und das Eindel ist dann das Finale mit 3 Leuten, traditionell wieder mit Triple Threat Match. Dazu kann ich aber nichts. Das habt ihr so gemacht durch eure Einreichungen, Nicht-Einreichungen, Rumschiebereien. Darauf lege ich es wirklich nicht an. Es gab ja auch schon das One vs. One, auch mit Rückmatch, mit Rückrunden. Diesmal sieht es wieder so aus, als würde es auf ein Triple Threat Match hinauslaufen. Wenn nichts Großartiges mehr passiert. Ihr habt wieder 3 Wochenenden Zeit, beziehungsweise sogar 4 Wochenenden, denn wir hauen das Auslosungsvideo heute ja schon raus. Ihr habt den Rest der Woche Zeit, das Wochenende und dann 3 ganze Wochenenden. Das Ganze geht also bis zum 5.7., der 5. Juli. Bis dahin habt ihr Zeit, macht eine fette Runde, die jeden überzeugt, die euch überzeugt, wofür ihr mit eurem Namen steht. Nicht, dass ihr dann nachträglich ankommt und sagt, bitte löscht meine 75. Runde bitte, ich stehe da nicht hinter, lass alles andere da, aber löscht die 75. Runde. Sowas möchte ich hier nicht sehen. Wir haben jetzt die ganzen Zettel hier, haben euch aufgeschrieben, haben hier unseren Karton, unsere Lostrommel, schmeißen das mal hier rein, machen den Karton mal zu, so gut wie es geht. Der ist nämlich schon überall aufgeschlitzt und kaputt. Jetzt ruckeln wir ein bisschen. Ihr seht, das hört sich schon so gut wie nach nichts an, da wir eben nur noch so wenig Leute sind. Jetzt geht es also in die heiße Phase, beziehungsweise alle eure Favoriten sind ja schon raus. Alle meine Favoriten sind noch drin. Wie habe ich das wieder gemacht? Wir schütteln noch ein bisschen und dann geht es los mit der Auslosung zum Sechstel. Wie gesagt, 6 Paarungen, dann 3 Paarungen und dann eine Paarung. Fertig, so muss es sein. Wir öffnen mal den Karton. Das hat wieder mal nichts damit zu tun, ob ein Zettel rot ist oder weiß ist. Das ist einfach nur, weil das weiße Papier dann zu Ende war und ich manche dann aufs rote schreiben musste. So, wir wühlen mal rum, ziehen die erste Paarung. Und die erste Paarung wird sein, Guten Morgen gegen Yang Ying. Yang Ying ist ja ohne Gegner weitergekommen, hatte einen Freilos. Guten Morgen jetzt dabei. Aber ich sage jetzt nichts weiter. Ich werde in der Auslosung im Stream dann reden. Jetzt einfach nur losen. Guten Morgen gegen Yang Ying. Dann haben wir Calvin Kurz. Und Calvin Kurz trifft auf Bester Mann. Das ist auf jeden Fall 2 aggressive Dudes am Start. Weiter geht es mit die Mangoverkäufer. Und die Mangoverkäufer treffen auf Hinz und Kunz 13. Dann haben wir Angemoppelt. Und Angemoppelt trifft auf Mortem. Schön in Rot. Weiter geht es mit D-Nice und D-Nice trifft auf die Horemer Nordsee. Und die letzte Paarung müsste das schon sein. Luki trifft auf Komrade Pingu. Das sind also alle Paarungen im Sechstel. Ihr könnt mal reinschreiben, was ist eure Lieblingspaarung, auf was freut ihr euch am meisten, was ist die uninteressanteste, wer ist euer Favorit, was denkt ihr, wer wird das Rennen machen, wer wird der neue König des NAR Battle 2020. Das war es schon von meiner Seite aus. Ihr könnt noch ein bisschen im Stream rumdiskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.